So, Autonummer, wie viel eigentlich? Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 6 an diesem schönen Tag. 7, 8 kommen noch. Ja, die Nummer 7, 8, nicht noch 7, 8. Und anfangen möchte ich mit einem jungen Gebrauchten, Euro 5 Plus, 150 PS Automatik, ein Karmann aus dem Modelljahr 2016 mit knapp 30.000 Kilometer. Technische Daten immer auf mobile.de. Da seht ihr, was Ausstattung ist, was alles ganz genau ist. Ich gebe euch mal einen Überflug und habe hier die Motorhaube offen gelassen, weil da haben wir noch nie miteinander reingeschaut. Und auch die schönen LED-Tagfahrlichter habe ich eingeschaltet. Ja, Ducato Motor, so ab 2015 hat sie nicht viel getan. Hier haben wir einen Wischwasserbehälter. Um Gottes Willen, ich habe schon ein paar Worte runter heute. Die Stammzuschauer wissen das, schaut mal vorher und nachher rein. Hier haben wir einen Ölmessstab und Öl nachgießen. Dann haben wir Bremsflüssigkeit, Servoflüssigkeit etc. Alles leicht zugänglich. Da haben wir Minuspol und da unten einen Pluspol, wenn man wie ich jetzt gerade die Starterbatterie geladen hat. Dass wieder alles gut ist. Der stand bei uns jetzt in der Halle, weil dieses Fahrzeug von einem Kunden zurückgenommen wurde, weil er nicht bezahlt hat. Ganz einfach. Und jetzt ist ein Schnäppchen für unter 40.000. Wie, wo genau, das weiß der Camper Markus, der kalkuliert die Autos. Und dann könnt ihr sicher sein, dass er ganz transparent kalkuliert, dass kein Unfall. Und alles gut, das Auto steht tadellos da. Das ist ein Karmann Davis 590 Glam auf 6 Meter mit 599, mit Markise, mit LED-Ausstattung. Und wie gesagt, immer wieder dazu 150 PS Automatik. Das wird jetzt echt ein Schnäppchenauto. Und auf sowas wartet man, weil wir ja selten Autos unter 40.000 haben. Auch keine Inzahlungnahme, also wir wissen alles über dieses Auto. Und ja, jetzt steht er wieder bei uns. Radio, Klimaanlage, automatisierte Schaltgetriebe. Ich habe die Mucke jetzt nicht ausgemacht, ich hoffe, ich stört's nicht. Ich hätte mich trotzdem. Den Tisch kann man hier auch noch ein bisschen ausklappen mit der Platte, die drunter ist. Er hat die Glam-Ausstattung, das heißt diese lackierten Oberflächen, schön gemacht. Da oben das Bedienpanel, die Troma, Gasheizung Troma 4 Kombi an Bord. Das reicht durchaus, das Fahrzeug auch im Winter beim Skifahren noch schön kuschelig warm zu machen. Hier die Klappen, diese Schubladen gehen nach vorne raus. Da muss der Schreiner nochmal einstellen. LED-Licht haben wir. Jetzt übrigens für die, die mich nicht kennen, jetzt das erste Mal Camper Tobi sehen, schaut mal in den Kanal rein, schaut euch die vielen anderen Videos an. Ich glaube 337 mit diesem. Da erkläre ich viele Details nochmal. Also ihr könnt euch da durchwühlen. Alles, was ich möchte, ist Transparenz. Und ich werde auch Sachen zeigen, die jetzt noch nicht gemacht sind, noch gemacht werden natürlich. Und ihr kriegt das Fahrzeug mit Original Fiat Restgarantie und einem Jahr Gebrauchtwagengarantie zum guten Kurs. Und wenn was nicht ist, dann zeige ich euch das, falls ich jetzt das sofort erkenne. Ich bin natürlich vorher rumgelaufen, ein bisschen schlau gemacht, um was für ein Fahrzeug geht's. Ich mache ja mehrere. Und dann ist mir aufgefallen, hier fehlt der Lichtschalter. Der wird natürlich noch eingebaut. Das heißt, ich kann jetzt oben diese Ambientebeleuchtung nicht einschalten, sonst kriege ich einen kurzen drauf und das möchte ich nicht. Lang bin ich selber. So ein blöder Spruch. Naja, gut. Hier Küchenzeile, Kühlschrank oben, Stauschrank unten. Das heißt, Kühlschrank schön in Griffweite. Ich greife mal kurz aufs Radio und mache das mal aus, damit wir nicht gestört sind. Und wenn es flimmert, das wissen auch die Stammzuschauer schon, da oben wie das LED. Das liegt daran, dass ich in HD film, aber nicht mit genug FPS, Frames per Second, sonst wären die Dateien so groß. Und im Upload dementsprechend langsam. Also wenn man mal so 10 Videos am Tag macht, dann merkt man das selbst bei einem schon. Da unten ist ein LED-Chen kaputt, sehen wir, von der Bodenbeleuchtung, damit man in der Nacht nicht drüber stolpert. Auch hier habe ich gesehen, das könnte man so lassen, wem es gefällt. Aber der hat eine LED-Außenbeleuchtung, muss man einschalten. Und die ist nicht mehr in Ordnung. Auch die wird ausgetauscht. Das ist absolut ein Garantiefall. Da ist es feucht geworden drin. Warum auch immer. Aber wird natürlich ausgetauscht. Gehen wir ein bisschen weiter weg, das ist jetzt ein bisschen Lichtorgel. Also die muss raus, weil irgendwann wird es einen kurzen geben. Das wird auf jeden Fall in der Werkstatt behoben. Meister geht komplett durch das Auto. Auch hier die fehlende Glasplatte wird ersetzt, die ist gebrochen. Warum auch immer. Dann gehen wir hier rein ins Bad. Da haben wir ein Schiebewaschbecken. Duschen ist möglich, ja. Aber es ist natürlich kein Auto jetzt für echte Duscher, die da jeden Tag drin duschen wollen. Da hätten wir dann was anders lagernd. Dann haben wir ein großes Fenster, das ist praktisch, dass man diese Dusche hier gleichzeitig als Außendusche hernimmt. Einfach durchs Fenster reichen. Also schon Geld gespart, schon an Bord. Kleiner Tipp für viele, die wissen es aber schon, hat sich rumgesprochen. Fahrradträger haben wir dabei, Markise haben wir dabei, Silber ist er,
Schön ist er, gut ist er, kann man verkaufen. Ganz einfach, so ist es. Hinten haben wir alles aufgemacht, steht jetzt schön im Sonnenlicht da. Deswegen liebe ich auch die Sonne und bei Sonne zu filmen, nicht nur, weil es natürlich einfach wärmere, angenehmere Bilder gibt und Reflexionen ergibt, sondern weil man den Zustand der Fahrzeuge besser erkennt. Also wenn ihr auf Standbild geht, könnt ihr einfach auch Macken entdecken. Und ich sehe auch nicht immer alles, aber ich kann mich verbürgen dafür, bis auf ein bisschen Schmutz, der durch den Herbst verursacht ist, geht es dem Auto gut. Den könnt ihr getrost kaufen. So ein Heckquerschläfer. Das heißt, auch die Matratze ist wirklich groß. Ihr seht das. Matratze groß, beziehungsweise Liegebreite groß und auch die Liegetiefe. Also mit 1,95 kann ich da bequem ausgestreckt drin liegen. Drunter wird es natürlich ein bisschen knapp. Auch die Matratze ist absolut top in Schuss. Wird natürlich alles nochmal durchgereinigt. Hier die Winterabdeckungen für den Kühlschrank. Da kann man am Sammelsurium reinstecken. Die LED-Nachtleuchten. Da oben eine dimmbare Ambientebeleuchtung, die jetzt durchläuft, aber in Ordnung ist, wie gesagt, wegen der Bilder. Markisendrehstange kommt da oben rein und das mache ich auch jetzt dann gleich, will ich zumachen. Hier Gasfach für 2x11 Kilo. Wo waren wir noch nicht rum? Da waren wir noch nicht rum. Zeigen wir euch das noch. Ist die normale Baugröße 5,99, der Standard Fiat Kastenwagen. Und wir kochen alle mit dem gleichen Wasser, sage ich jetzt mal einfach. Nur die Möbelfertigung ist natürlich mal ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten ist da alles drin, was die großen, guten und auch kleinen Kastenwagenhersteller vom Markt fischen. Und dann wird hier eine riesen Kastenwagensuppe gemacht und schlechte Fahrzeuge bauen wir alle nicht mehr, egal was für eine Marke. Und ja, es ist halt für jeden Geldbeutel was dabei. So, ich hoffe, der war nicht runtergeleiert. Jetzt geht's weiter, noch zwei hier schön bei Sonne einfangen. Habe ein 630 LS aus dem 17er Jahr und habe ein 570 HS von Euramobil. Einen kleinen kurzen Alkoven aus dem Modelljahrgang 2018, der ist ganz frisch gekommen. Bis gleich, der Camper Tobi. Aus Sulzimos mit dem Camper Frieder, der hier irgendwo rumschwirrt. Schöner Tag heute. Danke für das tolle Feedback für die Sonntagabend-Live-Sendung. Machen wir wieder. Schmeißt rein an Material. Was wollen wir wissen? Was wollen wir ratschen? Was wollen wir talken? Und wenn es nur die Frage ist, wie geht's euch denn? Das ist das Wichtigste. Bleibt gesund, weiter campen und immer wieder reinschauen. Camper Tobi, Freizeit Steiner in Sulzimos. Das ist eins, auch wenn der Camper Tobi jetzt nach außen hin davor steht. Wir sind hier Freizeit Steiner. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da steckt ein großes Team mittlerweile dahinter, für das wir natürlich dringend ständig gute Leute und Verstärkung brauchen, in der Werkstatt, überall. Schaut's bitte rein. Wir wollen auf dem Weg vorwärts kommen, wie wir alle im Leben vorwärts kommen wollen. Wollen wir hier ein bisschen frischen Wind in die Caravan-Szene bringen, einen authentischen, einen klaren und sachlichen, vielleicht auch einen lustigen und spaßigen, wie auch immer, aber immer diese beiden Sätze bleiben einfach jetzt, die Butter bei die Fische und die Kirche im Dorf lassen. Wir sind hier in der Campingbranche, es ist alles leichtbar, sie wollen was zuladen und trotzdem Luxus haben. Und eins haben wir noch nicht, das würde ich gerne mal vorstellen. Das würde dann den Titel haben, Camper Tobi und die eierlegende Wollmilchsau. Und das wäre so ein 6 Meter Kastenwagen oder nennen wir es mal Reisemobil. Den Spruch habe ich vom Camper Edi, mit innen mindestens 9 Meter Platz und eine Tonne Zuladung. Da wäre doch allen geholfen. Und wenn wir das hätten, diese eierlegende Wollmilchsau, dann würde ich aber jetzt nicht mehr hier stehen können und mit euch quatschen. Insofern gleich weiter beim nächsten Fahrzeug. Der Camper Tobi freut sich, wie immer. Servus, bis nachher.